Herzlich willkommen bei Erwecke deine Schöpferkraft. Heute freue ich mich sehr, über die Begegnung, über das Interview mit Arana. Vielen ist sie bestimmt bekannt als Autorin aus dem Schirner Verlag, vielleicht durch die Seminare auch schon, die Drachenenergien mit dem Drachenblick, Avalon, die Elben, ne? Sind alles deine Herzensthemen. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre, sind Herzensautorenkolleginnen. Absolut. Ja, haben auch schon Events zusammen gemacht und haben die Drachen mit den Einhörnern verbunden. Eine ganz spannende Energie. Ne? Das war sehr schön. Das war sehr schön, ja. Das war ein ganz, ganz tolles Silvester-Event. Ja. Ja. Ja, das war richtig schön. Ja. Und ich denke, in der Zukunft irgendwann wird der Ruf die Drachen und die Einhörner auch wieder zusammenbringen. Auf der anderen Ebene sind die bestimmt ständig am Überlegen, wie sie uns auf den richtigen Weg schubsen. Genau. Arana, ich freue mich sehr, so schön, dass du hier zum Interview bei mir bist. Ja. Erzähl mir doch mal, wie bist du auf deinen spannenden Weg in deine Schöpferkraft gekommen? Wie sind die Drachen zu dir gekommen? Ich glaube, das interessiert ganz viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. So gerne. Ich habe mich super gefreut, ja, auch dich wiederzusehen. Ja. Ja, durch das ja, wir ein bisschen Probleme haben hier in dieser Welt gerade und die Messen nicht so stattfinden können, sieht man sich ja nicht mehr so oft. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Das ist schade, auf jeden Fall. Und deswegen ist das jetzt hier umso schöner. Mhm. Ja, Schöpferkraft, das finde ich ist ein gerade in der jetzigen Zeit ein ganz spannendes Thema. Und ich verbinde mich ja immer sehr mit den Schwingungen, auch was für ein Jahr so schöne Schwingung trägt, weil ich ja so diesen Kalender immer mache mit Zeit der Göttin. Und das 2021 wurde mir von meinen geistigen Lehrern als das Jahr der Schöpferkraft mitgeteilt. Ja, also die sprechen quasi wie eine Segnung auch aus über das Jahr. Und also das ist das, jetzt kommt die große Transformation 20 und 21 gehen wir dann. Wenn wir natürlich den Weg der Transformation gehen, dann schlüpfen wir quasi in unsere Schöpferkraft von ganz alleine hinein. Da muss so man gar schön. Nichts mehr tun, sondern nur die Zeit jetzt nutzen, die Themen ich glaube, zu transformieren. Sind wir wirklich mit diesen Gesprächen und mit unseren Begegnungen gerade genau auf dem richtigen Zeitpunkt. Wir wussten ja noch gar nicht, wo wir das begonnen haben, wo es hinführen wird und ich finde, es passt besser denn je in die aktuelle Zeit. Absolut. So spannend. Ich meine, du bist ja auch super gut geführt, ja, und einfach immer nur Vertrauen, sage ich dann. Ne? Also auch wenn ganz viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen mich fragen, so nach meinem Weg, sage ich immer, der Weg des Erfolges führt über das Vertrauen und vor allem halt auch über die Hingabe. Ja, sich dem Weg und dem Fluss des Lebens hinzugeben, das finde ich total wichtig. Ja, ja, da hast du eine ganz, ganz wundervolle Aussage mit getroffen. Ja. Und das ist auch mein Weg, der mich letztendlich zu dem Erfolg geführt hat in recht kurzer Zeit. Ich bin ja erst seit 2014 selbstständig, also so lange mache ich das ja noch gar nicht. Und für mich war dieser Weg schon sehr das gefühlt ging von null auf tausend. Ja. Manchmal bin ich auch, sitze ich so daheim und muss erst noch ein bisschen hyperventilieren und ich so denke, oh Gott, wo führt das noch hin? Ja, wo soll das noch hinführen? Ja. Also für mich große, große, große Veränderungen und ich habe mich aber nie gesträubt. Mhm. Also auch wenn es mal gefühlt erstmal nach unten ging, ja, wo ganz viele, weiß ich, die Krise kriegen, aber das sind die Prüfungen, wo auch die Schöpferkraft geprüft wird. Absolut. Ja. Oder dieser Rückschritt uns dann wieder zwei nach vorne bringt in die Kraft hinein. Absolut, ne? Ja. Ja. Na ja. Ja, und wie sind dann die Drachen ins Spiel gekommen oder eher Black? Ja, Black ist zu mir zurückgekommen. Also Black gehört schon seit Anbeginn der Zeit zu mir. Mhm. Natürlich, ich auch als Seele wieder hier inkarniert, durch den Schleier des Vergessens gegangen. Ja. Aber die Engel und die geistigen Wesen haben mich dann auf den richtigen Pfad gelenkt. Und ich habe Black wiedergefunden. Er steht ja auch symbolisch für meine Magie und meine Schöpferkraft und auch für meinen Mut. Und das Ganze musste ich auch erst befreien. Mhm. Ja, also es ist bei einer Meditation passiert, wo ich in ein Gewässer geführt wurde, wo Black am Grunde des
eines großen Sees gefesselt war und auch verletzt und nicht in der Kraft. Und ich deute diese sehr romantischen Bilder, sage ich jetzt mal, wie eine Sprache, ja, immer. Ich frage mich dann immer, was bedeutet das, ja? Zum einen Gewässer, ein großes Gewässer steht immer für die Gefühle, ja, für Emotionen. Und der Drache steht ja für eine große Kraft, steht für Magie und für, auch für Schöpferkraft natürlich. Und er war quasi angekettet, also meine ganzen Kräfte waren nicht frei, waren nicht in ihrer Kraft, waren unbeweglich und waren auf dem Grund meiner Gefühle verborgen. Ja. Und da musste das erstmal raus, das Ganze. Ja. Aber wie toll, dass du diese Bilder für dich so reflektieren konntest. Ja, und das so erkannt hast. Und manchmal dauert es auch einen Moment. Ja, aber der erste Moment ist ja das Sehen und das Erkennen. Ne? Ja, ja, genau. Ich denke dann ganz viel drüber nach. Ja. Ja, und wenn ich keine, wenn da noch so Fragen sind, dann lasse ich die auch. Und ich bin so im Vertrauen, dass ich weiß, die Antwort kommt immer. Es dauert manchmal ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und dann auf einmal macht so, ach, jetzt weiß ich, warum das dann damals so war. Ja, genau. Und damit es jetzt so sein kann. Ja. Ja. Und es macht alles, alles im Leben. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Ja. Es macht alles einen unglaublichen Sinn. Ja. Unbedingt, da stimmen wir dir alle zu. Und wie hast du dann die Befreiung von Black und quasi von deiner Kraft generiert? Wie bist du da vorgegangen? Also es gehörte für mich sehr viel Mut dazu, auch in der Trance-Reise, weil ich es sehr real erlebe, sehr, sehr real. Also ich rieche in den Trance-Reisen, ich weiß nicht, ich kann schmecken, ich sehe alles, ich kann anfassen, also ich fühle Stoffe. Wow. Es ist sehr, sehr real. Ja. Und es war für mich eine große Herausforderung, in den See hineinzulaufen. Vor allem, ich wusste ja nicht, was da ist. Ja, nur mein Herz hat gezogen. Es hat gezogen. Ja, ich wusste, ich muss da jetzt in dieses Wasser reinlaufen. Ja, dann bin ich in das Wasser reingelaufen und dann, wenn das dann so hochkommt und immer tiefer, dann kriegt man schon ein bisschen Angst, und dann war ich auch ein bisschen hektisch, hab Black da liegen sehen. Ich wusste ja nicht, wer das ist. Ja, da noch nicht angekettet. Und er hatte so Eisenringe an allen vier Tatzen mit ganz schweren Vorhängen, Schlössern und schweren Ketten. Und dann war ich sehr wütend. Mhm. Das war das eine. Da kam eine unglaubliche Wut hoch. Wer macht sowas? Mhm. Ja, das ist böse, egal was für ein Tier. Ja, das macht man nicht. Das war so mein Gedanke. Ne? Wie gemein ist das? Und da kam Wut. Und im Laufe der Jahre, jetzt habe ich auch gelernt, wie wichtig jedes Gefühl ist. Und dass Wut ganz viel Gutes bewirken kann. Ja? Und zwar gibt es Kraft, es ist eine Energie. Und wenn man die richtig nutzt, kann man ganz viel damit anfangen. Mhm. Ich habe das dann automatisch gemacht, habe diese Wut genutzt, um noch tiefer zu gehen. Habe versucht, diese Ketten abzumachen, es ging nicht. Und dann war automatisch so ein Gedanke in meinem Kopf, weil ich habe die Schlösser gesehen, so alte Vorhängerschlösser. Da habe ich immer gedacht, ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel, wie soll ich hier aufmachen? Und dann war eine zweite Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, du bist der Schlüssel. Und dann habe ich das einfach nur genommen. Toll. Ich habe das einfach nur genommen, die Wut, die Feuerenergie, und habe dann dieses Schloss angeguckt und habe gesagt, ich bin der Schlüssel. Und habe das angefasst und es ist alles in den Staub zerfallen. Und so wie du es erzählst, sehe ich es auch sofort alles vor mir. Ja, spannend. Und dann war ich froh, wie ich wieder draußen war. Ja. Ist er dann auch gleich? Ja, ich habe dann gleich so unter Wasser. Ja. Und dann sind wir aus diesem See rausgelaufen und da war eine schöne grüne Wiese. Mhm. Und dann habe ich dann zu diesem Drachen gesagt, so, guck mal, hier ist eine schöne grüne Wiese, kannst du dich hinlegen und ausruhen, ja, ich gehe dann mal wieder. Ich wusste nicht, dass der was mit mir zu tun hat. Befreit und ne? So und so, Dutzi. Hol dich mal und ich gehe dann mal weiter. Moment. Und bin dann tatsächlich, in der Trossekreise ging es tatsächlich angeblich um was anderes, aber ich habe dann noch ein paar Tage zu Hause gebraucht. Mhm. Ich musste noch so ein anderes Thema loslassen damals. Und das war auch eine sehr, sehr schöne
Also ich hatte dann ein anderes Krafttier, mit dem ich mich so beschäftigen wollte. Aber ich habe den Zugang gar nicht so wirklich gefunden. Habe tagelang, ich glaube vielleicht sogar noch über eine Woche, verzweifelt versucht, mit diesem anderen Krafttier Kontakt aufzunehmen, was ich mir so ausgedacht hatte in meinem Kopf, was ich jetzt so gerne hätte. Ne? Wie bekloppt. Ja, unser Verstand, ne? Der projiziert da manchmal. Oh, das war so herrlich. Mhm. Ja, damals hatte ich auch noch einen Hund, einen großen Hund. Und da habe ich dann abends auf dem Sofa gesessen und der Hund kam so zu mir und hat sich vor mich gesetzt. Mhm. Und der hat, wenn der so saß und ich auf dem niedrigen Sofa, waren wir so richtig so Auge in Auge, ne? So ganz großer. Mhm. Und dann gucke ich den so an und dann habe ich zu dem gesagt, weißt du was, das mit diesem Krafttier da, das wird nichts. Und da wedelt er plötzlich mit dem Schwanz. Mhm. Und da gucke ich den so an und habe ich gesagt, ich finde es jetzt nicht so witzig. Mhm. Ja. Und dann hat er so richtig so, wirklich so grinsen können. Hat richtig reagiert, ja. Ja. Mhm. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, oh nur, was mache ich jetzt? Und dann tut es wirklich einen Schlag und der schwarze Drache kommt in den Raum rein und steht hinter dem Hund. Ja. Also dann hatte ich so die... meine Augen hier in die Hundeaugen, wenn ich so hoch geguckt habe, kam dieser große Kopf da oben runter und dann waren diese anderen Augen. Ich so, Und ich habe echt einen Moment lang gedacht, das ist jetzt was Schlechtes, was Böses. Ja, ich habe einen Moment lang Angst gehabt. Ich glaube, das geht vielleicht vielen auch so generell so eine Assoziation Drache und dann auch noch schwarz. Ja. Ist ja auch irgendwie so und dann der grimmige Blick, der genervte, offensichtlich. Aber da der Hund da saß, ganz lässig, ja, und mit dem Schwanz gewedelt hat und so ein fröhliches Gesicht gemacht habe, habe ich so gedacht, okay. Wusstest du, es ist alles gut. Es scheint alles gut zu sein, ja. Reagieren, ja. Ja. Und dann kam auch so diese Stimme. Das war beim allerersten Mal auch sehr beeindruckend, weil das ist wirklich wie wenn so ein Druck im Gehirn ist, wenn da sowas reinfließt, ja. So, ich kenne das, der Druck. Ja. Und dann habe ich es zugelassen, also ich habe dann mich bewusst geöffnet und dann habe ich die Stimme von Black gehört, der dann zu mir gesagt hat, bist du jetzt endlich so weit? Können wir jetzt endlich reden, ja. Genau. Das war der Anfang. So schön. Genau. Ja, und wie nimmst du ihn im Alltag oder generell bei deiner Arbeit, bei deinem Wirken wahr? Wie zeigt er sich? Also ich nehme ihn immer als großen schwarzen Drachen wahr. Er hat sich natürlich verändert seit damals. Das tun alle Drachen, ja, wer sich mit dem Thema beschäftigt. Der Drache ist auch ein Spiegel. Mhm. Ja, wenn der Drachenreiter, ja, romantische Wörter, wächst auch der Drache. Wenn der Drachenreiter ein neues Bewusstsein sich mehr öffnet, sieht man das am Drachen. Ach, das ist ja der spannend. Verändert sich dann auch. Das heißt, der kann die Farbe könnte sich eventuell verändern. Er könnte größer werden. Also das sind alles so eine Form der Sprache, wo dann die geistige Welt mit der Person spricht und sagt: Guck dich an, das bist du, ja. Jetzt bist du gewachsen, jetzt hast du mehr Weisheit, dann nimmt man vielleicht einen goldenen Schimmer wahr. Ja. Und Black ist halt sehr, sehr viel größer geworden. Also am Anfang, wenn ich so unter ihm in den Drossel, unter seinem Bauch durchlaufen wollte, musste ich den Kopf so ein bisschen einziehen. Ja. Und jetzt bin ich so groß wie seine Tatze. Wow, okay. Also es ist schon viel passiert. Enorm, ja. Es ist viel passiert, aber es ist auch viel passiert. Ja, ich wollte gerade sagen, guck mal auf deinen Weg hier, auf dein Feld. Ja. So schön. Ja, vor allem so schnell. Ja. Was du da in die Welt gebracht hast und bringst. Und wie ist es, wenn die Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer sich fragen, habe ich auch einen Drache? Hat jeder einen Drachen? Oder wie fühlt man, dass man mit einem Drachen in Verbindung ist oder Drachenreiterin, Reiter ist? Also hier möchte ich ganz kurz was über Wahrheit sagen. Mhm. Ja? Also mir ist ganz, ganz wichtig, dass jeder weiß, dass es eine individuelle Wahrheit gibt. Mhm. Und meine Wahrheit kann völlig konträr sein mit der Wahrheit einer anderen Person. Ja? Ja. Und ich kann aber immer nur von meiner Wahrheit sprechen. Deswegen möchte ich auch die Zuhörer auffordern,
das, was ich jetzt sage, nur anzunehmen, wenn es sich gut und stimmig anfühlt. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Mhm. Also in meiner Wahrheit hat nicht jeder einen Drachen, sondern nur eine ganz bestimmte Seelenfamilie, die sind mit der Drachenenergie verschmolzen worden. Ja. Und in meiner Wahrheit ist es mit den Einhörnern zum Beispiel genauso. Mhm. Es ist eine Seelenfamilie, die sind mit den Einhörnern verschmolzen worden. Ja, das sind dann die Einhornseelen und die Drachenreiter. Sonst würden sich ja auch alle zu denen hingezogen fühlen, zu den jeweiligen Lichtwesen. Und so das ist ja definitiv nicht so. Definitiv nicht, ja, genau. Da haben wir ja genug Gegenteiliges auch in den verschiedenen Ebenen immer wieder erfahren dürfen. Ne? Ja. Und aber sag, gibt es die Möglichkeit, dass dennoch jeder einen Drachen um Hilfe anrufen könnte? Immer. Ja, ne? Immer. Also weil das Feld ist dennoch frei. Das ne? Feld ist frei und die Drachen bieten sich auch als Krafttier und Lehrer an. Genau. Ja, wie ein Einhorn auch. Also ich hatte ja auch mal ein Einhorn richtig nah, also wie eine kurze Zeit. Ja, genau, für den Moment sind sie da und unterstützen uns in dem jeweiligen Bereich, bis es vollständig in Heilung gegangen ist. Genau. Und das war auch ein sehr spannender Moment, weil auch sogar mein Drache mich ein bisschen fixiert hat, damit das Einhorn ganz nah kommen kann. Ah. Weil das war sehr, sehr wild, da war eine sehr wilde Energie. Und irgendwas wurde übertragen. Also Black hat sich so hinter mich gestellt, ich habe mich so angelehnt und das Einhorn kam mit seinem Horn in mein Herz. Mhm. Ja. Und die zwei, ich hab das so richtig gemerkt, die zwei, die waren sich sehr einig, was sie jetzt da gerade so machen. Ja, genau, die hatten richtig Connection. Ne? Ja, spüre ich so, wie du es erzählst. Und wie ist es denn mit dieser Seelenfamilie, wenn jetzt jemand da wirklich gerade auch diesen Ruf so spürt und weiß, das ist ja so ein Hellwissen auch, ich weiß, ich gehöre zu den Drachen oder ein Drachen gehört zu mir. Wie geht man damit um? Kannst du den Leuten dabei helfen, in Kontakt zu kommen oder werden die Drachen immer alleine den Weg der Kommunikation zu ihren Drachen Reiterinnen suchen? Ja, dafür biete ich ja meine Arbeit an. Ja. Also die Workshops, die Bücher. Es gibt einiges bei YouTube, kostenlos, wo man, ich glaube, so 3 oder 4 Möglichkeiten hat, Vorträge zu hören. Oder auch, es gibt auch eine Trossreise. Auf meiner Homepage habe ich einen Shop. Da gibt es auch gegen kleinen Preis zum Anhören die Trance-Reisen aus dem Drachen-Workshop-Basis. Ah, super. Ja, und für die erste, also dieses Kontakten mit dem Drachen, diese Verschmelzung über die Herzfrequenz wieder, den runterzuholen, kostet auch nur 8,88 Euro. Dafür erkläre ich vorher auch genau, um was es da geht. Und das könnte zum Beispiel, das ist nicht viel Geld, das kann sich jeder leisten, 8,88 Euro, sich das anschauen. Ja, ich denke so, um ein Gefühl zu kriegen vielleicht auch, ist das was für mich? Mhm. Ja, oder auch den Weg, wie ich ihn anbiete, ist das was für mich? Mhm. Und dann kann man in aller Ruhe dann entscheiden, ja oder nein. Ja, das ist gut, wenn es so eine Meditation gibt oder eine Trance-Reise, wo man einfach tief reinfühlen kann. Genau. Aber sag mal, könntest du uns auch, ist es dir auch, oder kannst du das nur mit Black oder generell, kannst du uns einfach eine Drachenenergie hier in den Raum und zu den Zuschauerinnen und Zuschauern quasi zum Reinspüren mal herrufen, die das jetzt gerne haben wollen, die dafür jetzt offen wären. Nur, dass wir mal fühlen, wie fühlt es sich denn an, wenn so ein Drache neben mir steht? Also jetzt so fremde Drachen rufen, das mache ich nicht, aus Respekt. Mhm. Ja, weil ich empfinde das als ein bisschen übergriffig, weil das ein sehr persönlicher Anteil ist. Ja. Aber ich kann natürlich etwas mit Black gerne machen, der ist sowieso da. Ja. Sehr gerne. Da können wir gerne etwas... Dass wir mal was Drachisches spüren. Ja. Da freue ich mich da schon drauf. Das können wir gerne machen. Ja. Vielleicht zum Abschluss oder sollen wir es gleich machen? Wenn du einen Input hast dazu oder auch gerne später. Gerne zum Abschluss. Genau. Machen wir gerne. Ja. Machen wir das. Ja, da kann auch jeder, der jetzt zuschaut, noch ein bisschen im Moment überlegen, ob er das überhaupt möchte. Ja, genau. Das ist gut. Weil es ist schon auch sehr speziell. Mhm. Oder es kann sehr speziell sein. Ja. Mhm. Mein Drache ist ja schwarz und
je nachdem, was die Drachen für eine Farbe haben, bringen sie halt auch bestimmte Aufgaben mit. Das ist spannend, ja. Ja, wie zum Beispiel die blauen Drachen, die bringen den Frieden über die Kommunikation. Also das ist ja das Potenzial des Reiters. Deswegen hat der Drache ja die Farbe. Es ist auch eine Sprache. Also wenn jemand einen blauen Drachen sieht, hat er ein anderes Seelenpotenzial, wie jemand, der einen rosa Drachen sieht oder einen weißen oder einen braunen. Ja, das geht, also da geht es ganz sehr auch um die Seelenschwingung. Ja. Wie die miteinander und was da auch jeweils die Aufgabe ist und was es zu lernen oder zu erledigen gibt. Genau. Ne? Ja. Also die Seelen haben ja, eine Seele trägt ja jedes Potenzial in sich, aber was sich jetzt in dieser Inkarnation quasi so nach außen legt, ja, das spiegelt der Drache. Was sich auch ändern kann, ja. Und zum Beispiel die rosafarbenen Drachen, das finde ich mal ganz schön. Die rosafarbenen Drachen nenne ich auch die Liebesdrachen. Mhm. Ne? Also das legt sich als Potenzial in dieser Inkarnation jetzt nach außen. Das wäre die Aufgabe für den Reiter oder für die Reiterin im Jetzt, diese göttliche Liebe fließen zu lassen. Das heißt zum einen natürlich das Heilkraft, ganz klar. Aber was das auch ist, ist die Zeit zu eliminieren. Okay, das musst du uns bitte näher erklären. Weil wenn die Angstherrschaft ganz weg ist, auch in einem System, dann kommt dieses Zeitlose. Okay. Die Zeit verliert ihre Macht. Spannend. Und das finde ich auch total spannend. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel, ich denke, jeder war schon mal ganz dolle verliebt, dann läuft die Zeit anders. Das stimmt. Hat eine andere Qualität. Ja. Das sind dann die Momente, wo man zu zweit ist, plötzlich so ganz fett, ja. Da kommt eine Schwankung rein in dieses Zeitsystem. Und die Momente, wo man nicht zusammen ist, die sind unerträglich. Ja, das dauert dann unendlich lang. Entschuldigung, ja, muss ich mal Schluck trinken. Ja, bitte. Und das ist so zum Beispiel ein ganz besonderes Potenzial, was diese Seelen hier in diese Welt fließen lassen können. Ohne viel zu tun. Es geht das Sein, das pure Sein zu erkennen. Wow. Ja, und diesen Weg einzuschlagen. Da gehört ganz viel Vertrauen zu. Mhm. Und sind alle Drachen, denen du begegnet bist, das ist ja so ein Mythos noch aus Mittelalterzeiten, dass der Drache das Böse war, aber all die Drachen, die lichtvollen Drachen, das sind helfende, unterstützende Wesen, oder? Also man muss das so ein bisschen so betrachten wie Worte, ja, wie zum Beispiel das Wort Macht, ja. Das ist auch so ein Wort, wo ganz viele mit einer negativen Resonanz in Verbindung bringen und ganz viele Menschen mit einer positiven. Mhm. Ja. Das heißt, das Wort ist ganz neutral. Aber was der Mensch damit tut. Da wird es dann entweder böse oder gut. Und bei den Drachen ist es ähnlich. Ja, die Drachen waren bis 2012, also noch in der alten Welt, auch genauso ein ganz neutrales Feld. Das heißt, wenn der Drachenreiter das Feld zurückgeholt hat, wieder angeknüpft an das eigene System, konnte das auch missbraucht werden. Oder halt für gute Zwecke genutzt. Und so wird er dann auch dargestellt. Ne? Mal so, ja, und mal so. Black hat mir, also mein Drache, der mich ja auch schult, hat mir erklärt, dass die letzten viele, viele tausend Jahre die Drachen sich selbst zurückgezogen haben, ganz weit, damit das nicht mehr so passiert. Ja. Ja. Und ab der neuen Welt, das heißt der Dezember 2012, was übrigens ein Drachenjahr war, hat sich da etwas verändert. Das heißt, die Felder, die Drachen haben wie eine Art Sicherung bekommen, ist jetzt ein blödes Wort, aber ich habe jetzt gerade kein anderes, dass sie nicht mehr missbraucht werden können. Das ist doch wunderbar. Ja, also sie können jetzt nur noch für lichtvolle Zwecke benutzt werden. Sehr gut. Und die anderen, also die Menschen, es gibt ja Menschen, die sich einfach der dunklen Seite hingeben, die haben dann nur, ich sage dann nur mal so, einen inneren Film laufen jetzt. Also das führt nicht mehr in diese große Wirkung im Außen, sondern nur noch
Bei der Person selbst. Bei der Person. Mhm. Ja, und das ist ja okay, weil die Person wünschen sich das ja, diese Erfahrung zu machen, muss man lassen, ja? Ja, unbedingt. Also ich kann nur sagen, ich habe nur wirklich bereichernde, wundervolle Begegnungen mit Drachenwesen gehabt, ja. Also das war mir immer eine große Hilfe, ob die Feuerdrachen, die wirklich in Ebenen reingegangen sind, wo die Einhörner einen Schritt zurückgehen, ne? Und sagen, oh, geht ihr bitte? Ja. Und so verbinden sich da auch die Ebenen und die arbeiten auch quasi ja, Hand in Hand, symbolisch gesehen, miteinander. Ja, ne? Ja, absolut. Was auch ein Herzensthema von dir ist, ist Avalon. Wie sind die Drachen in Avalon zu sehen? Hast du da ein Bild für uns? Ja, also die Drachen... Also die Drachenreiter-Seelen, sage ich jetzt mal, die sind ja in allen Epochen inkarniert und somit waren die Drachen immer auch überall da. Mhm. Ja, und bei Avalon auch sehr intensiv, weil es da auch sehr um die Magie ging. Mhm. Ja. Und Merlin war ein Drachenreiter, ne? Merlin war ein Drachenreiter, Artus und vor allem sein Vater auch, Uther Pendragon, der trägt es ja auch im Namen. Ja. Ja. Der war auch ein Drachenreiter, ganz viele Priesterinnen waren Drachenreiterinnen. Und auch überhaupt viele Druiden zu der Zeit. Ja. Und mit Avalon wurde ja auch etwas begonnen. Ja. Also das war so eine Epoche, das war ja auch, Avalon waren ja viele, viele hundert Jahre, ja, irgendwo da in der Mitte wurde ja auch Jesus geboren. Also das war also eine Zeitepoche, wo die neue Welt anfing. Also da hat es begonnen. Es hat damals begonnen, auch mit Jesus Christus. Ja. Es ging zwar dann ein bisschen runter, ja, dann ging es wieder ein bisschen rauf, wieder runter. Ja, jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt habe ich gerade das Gefühl, es geht gerade wieder ein bisschen runter. Aber das ist der Weg. Ja. Ja. Also es hat begonnen und es ist ja in einer ganz anderen Dimension. Absolut, ja. Ich bin gerade halt komplett im Thema, weil ich gerade drüber schreibe auch wieder. Ja. Und ich habe das erste Mal... seit ewiger Zeit einen Drachentraum auch gehabt und habe gesehen, wie der Drache quasi mein Lichtschwert, was mir zum Schutz dient, in seinem Feuer energetisiert hat, ja. Und das war so ein kraftvoller Moment, ne? Wow. Wo ich gedacht, wow, okay, so toll, ja. Also, war das Merlins Drache? Und das ist gerade, weil ich so in diesem Feld der Magie bin, ne? Ist man da dann so verbunden, ne? Ja. Ja, das war ganz besonders und schön, kraftvoll. Das glaub ich, ja. Ja, und wie können uns die Drachen denn da, egal aus welcher Ebene, Epoche und Zeit, wie wir sie zu uns, in uns fühlen, wie können die uns denn jetzt bei der Schöpferkraft helfen? Oder in die Schöpferkraft helfen? Machen die einen liebevollen Stups und sagen so? Also das ist auch sehr individuell, ja, so wie der Mensch das gerade braucht. Bei mir hat es einen Stups gebraucht, und zwar einen ordentlichen, ne, weil ich mich ja auch so ein bisschen gewehrt habe am Anfang. Ich bin ja mit diesen ganzen spirituellen Themen, war ich ja absolut skeptisch. Absolut. Ich habe von dem ganzen Kram nichts geglaubt, ja. Das ist umso schöner, wenn so der Beginn ist einer wundervollen Geschichte und Karriere. Ja. Ich habe tatsächlich ganz viel... gemacht, also an Meditationen, an Übungen und Atmen und Visualisieren, drei vor, drei zurück, nur um es widerlegen zu können. Ah. Ja? Ich habe gesagt, okay, versprechen das, das will ich doch mal sehen. Ja. Ich mache das jetzt mal, ja, und das klappt mit Sicherheit nicht. Ja. Doch, es hat geklappt. Ja. Ja. Und so ging ich halt immer weiter. Das war aber noch vor Black. Kam, ja. Das war noch davor. Als Black dann zu mir kam, war ich schon auf einem gläubigen Level. War schon geläutert. Ja, sehr schön. Ja. Das war, da war ich schon ein großes Stück gegangen. Habe schon ganz, ganz viel verstanden, hatte schon lange einen intensiven Merlin-Kontakt, der mich ja auch sehr intensiv geschult hat. Ja. Und vor Merlin war es Uriel. Also ich habe 3 Jahre mit Uriel verbracht. Jeden Tag ist er mit mir ein Programm durchgegangen. Ja. Und da habe ich
mich sonst gar nicht mit spirituellen Sachen beschäftigt. Ja, das kam wirklich so out of the blue zu mir. Das ist auch wirklich der schönste Moment einfach, ne? Wenn sich das so als so ein Lebenswunder auch zeigt, ne? Wo man denkt so, wow, toll, dass ich das erfahren darf, dass ich das sehen darf. Und wenn man das im Bewusstsein dann spürt und sieht, ich glaube, alleine das Erkennen von der Verbundenheit zu einem Lichtwesen, das bringt schon Schöpferkraft. Absolut. Ja, weil, ne? Ja. Also was Black mir immer wieder sagt, ist, der spirituelle Weg ist der Weg der Schöpferkraft und der Magie, und das kann man nicht auseinandernehmen. Ne? Man kann nicht sagen, man kann nur das eine und ohne das andere, das geht nicht. Funktioniert nicht. Das gehört zusammen. Also der Seelenweg ist der spirituelle Weg. Ja. Immer. Ja. Ja. Und das ist der Weg hin zum Schöpferpotenzial, ja, zur Seele an sich, ja, wo alles drin liegt. Und dieser Weg, der ist nur zu gehen über die Selbsterkenntnis. Mhm. Ja, solange wir uns nicht selbst erkennen und immer noch Leichen unterm Teppich haben, ja, wird das nichts werden. Ja. Und diese Selbsterkenntnis ist halt nicht... Es braucht nicht immer die Reflexion. Ja, ja. Ist nicht immer angenehm, ist nicht immer bequem, aber... Ja, aber trotzdem, wenn man dann den Mut hat, okay, ich gehe das Thema jetzt an, ja, ich gucke jetzt dahin, ja, warum habe ich ständig Mangel? Mhm. Warum? Warum habe ich ständig kein Geld auf dem Konto? Ich hatte nie Geld früher, nie. Ich hatte immer miese. Ich bin immer alte Autos gefahren, ich hatte immer kleine Wohnungen, ja, also ich hatte einen furchtbar unterbezahlten Job 10 Jahre lang, wo ich mich bis zum Burnout durchgewurschtelt habe. Unglaublich, ja. Und das spricht bestimmt vielen irgendwie aus der Seele. Ne? Ja. Es gibt immer mal so Lebensphasen, wo man denkt, es geht einfach nicht weiter. Oder warum kommt es nicht? Oder warum bleibt es nicht bei mir? Ne? Ja. Ja. Und damals war ich ja noch gar nicht so reflektiert wie jetzt. Ja. Aber ich bin trotzdem immer, ich weiß nicht wieso, so tief im Vertrauen gewesen, dass das alles passt. Ja. Und immer einen Schritt vor den anderen. Und dieses, wirklich die innere Neugierde, ja, zu erwecken, zu auch herausfinden zu wollen, warum habe ich verdammt nochmal ständig kein Geld? Und wie hast du das jetzt gedreht? Ja, ich habe das gedreht tatsächlich, indem ich angefangen habe, mit der Magie mich ein bisschen zu beschäftigen, und ich habe mich aus dem Feld gelöst. Sehr gut. Ja. Also ich habe festgestellt, ich arbeite ja mit Ritualdolchen, die verkaufe ich ja auch, und ich mache, also alles, was ich anbiete, biete ich ja deswegen an, weil ich damit unglaubliche Erfahrungen gemacht habe. Ja. Also ich habe dann mit meinem Ritualdolch am Anfang so ein bisschen ausprobiert, was mache ich so mit dem? Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wenn ich die Klinge so über meine Haut fahren lasse, dass der da was durchtrennt. Also habe ich dann auch mit Black gesprochen, was passiert denn da jetzt? So, sind die scharf auch richtig? Nee, das ist Dekoware. Ah, okay. Ja. Aber es geht um die Energie. Ja. Und dann habe ich so gemerkt, dass man mit einem Ritualdolch sich tatsächlich, wenn man die Absicht mit viel Kraft drauflegt, sich aus dem morphischen Feld rausschneiden kann für einen Moment. Mhm. Aber der Moment reicht. Also so richtig so überall mal absäbeln, ja, so überall. Und... Da kann man auch nichts Falsches wegsäbeln. Das ja, die Absicht ist die wichtig. Absicht, ne? Die Absicht. Ja. Das ist auch wichtig, das sage ich auch immer. Nicht denken, oh Gott, hoffentlich schneide ich jetzt nicht meine Erdung ab. Ja, nein. Wenn man das denkt, passiert es natürlich auch. Ja. Also man muss schon klar... Oder es vorher laut aussprechen. Sein, ne? Ich habe dann immer vorher auch kurz mich so hingestellt und habe dann gesagt, ich löse mich jetzt aus dem morphischen Feld heraus, um frei zu sein von all diesen negativen Einflüssen der dunklen Seite. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Aus dem morphischen Feld der jeweiligen Energie, die einen einfach blockiert oder nicht weiterkommen lässt, sich da rauszulösen. Ja. Gibt sicherlich viele Wege, das zu machen, aber das ist eine wunderbare Idee oder Erfahrung in dem Fall, ne? Wie es denn möglich ist. Ja. Und dann habe ich auch das richtig genau gemacht, also auch überall, Füße überall und dann einen Schritt nach vorne. Und auch habe dann auch so richtig gemerkt, wie das da hinten bleibt, so für 2 Sekunden. Und dann ist es wieder da, aber es reicht. Und dann es reicht ist es wirklich ein Bruchteil für die Sekunde, dass im Gehirn neue Synapsen
dass da was Neues passieren kann. Du denkst, also, dass du langfristig irgendwann mal anders denkst, weil da passiert ja das ganze, super, der ganze Zauber. Ja. 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 Und ich habe das ein Jahr lang fast täglich mindestens 1 bis 3 Mal gemacht. Dich immer aus diesem Feld immer rausgelöst. Immer wieder, ständig gemacht. Und je öfter ich das gemacht habe, umso mehr habe ich auch gemerkt, was es für Unterschiede, der eine Tag ist so, der andere Tag ist so. Habe ich überlegt, wie bin ich gerade so drauf? Ja. Mhm. Und dann war wieder, kam plötzlich wieder dann das Thema Geld. Und dann habe ich so gedacht, okay, Thema Geld, wo ist es? Ja. Und dann habe ich richtig so, also es war so ein Gefühl, ich bin mit dem Dolch so runter, schneide Butter, schneide Butter, schneide Butter, schneide Butter, alles Brot. Okay, das ist spannend. Aha, habe mich so drauf konzentriert, ja. Und da habe ich richtig gemerkt, Wurzelchakra. Mhm. Da sitzt der ganze Hase im Pfeffer. Ja. Thema Geld, ja. Aber so könnte man es toll fühlen, so wie du das gesagt hast, ne? Es gleitet durch wie durch Butter und dann... Es bleibt hängen. Hängt es. Ja, es bleibt hängen. Und da habe ich dann angefangen, nur da mit dem Ritualdolch zu arbeiten. Mhm. Ja, vorne und hinten. Das hat ewig gedauert. Das hört sich jetzt so an, als hätte ich das so gemacht. Nein, es braucht gar alles Fall. Immer seine Zeit. Ne? Aber irgendwann, ich glaube, das ist Schöpferkraft, einfach den Entschluss zu fassen, ich ändere das jetzt für mich und ich habe die Kraft dazu. Irgendwann ist der Ansatz an jedem Punkt. Ne? Ja. Ja, und dann irgendwann habe ich dann geguckt, wo kommt es her? Mhm. Ja. Und das hat dann nochmal geholfen und ich habe es dann irgendwann mal geschafft, einmal so durch. Oh, das und dann war es vorbei. Und es hat sich alles gedreht. Wow. Es hat sich alles gedreht. Und dann hat es nochmal so, glaube ich, 2-3 Jahre gedauert. Mhm. Dann ging es noch einmal kurz nach unten, aber das war die Prüfung. Mhm. Und da hat Black mir so geholfen, weil ich kurz vorm Verzweifeln war. Ich hatte überhaupt kein Geld mehr, ne? Selbstständig gemacht, Job war weg, ja, und dann habe ich ja das Kartenset gemacht mit Schirna. Die Künstlerin schickte an dauernd eine Rechnung, ich konnte die überhaupt nicht bezahlen. Und das ist ja auch so, ich meine, es haben vielleicht auch viele in ihrem Schöpferkraftfeld, dass sie sich wünschen, ein Buch zu schreiben oder so. Ich glaube, wir können an dieser Stelle die Illusion nehmen, dass man von einem Buch leben kann. Nein. Das ist in keinster Weise so. Es ist so ein Moment, es ist was ganz Wundervolles, dass man daran mitwachsen kann, dass man sein Wissen in die Welt bringen kann und das für viele andere Dinge auch dient. Und natürlich gibt es in der Form auch die Möglichkeit von einem kleinen Taschengeld dazu, sag ich mal. Egal, kommt auch auf die Größe der Verbreitung an, aber es ist nicht so, dass man ein Buch schreibt und davon leben kann. Das ist etwas, was sich aufbaut, so nach und nach. Ja. Es gibt schon Autoren, die dann irgendwann mal von dem Autoren leben können, aber da bedarf es wieder Produkte. Genau, das ist einfach auch ein Schöpferkraftprozess, ne? Absolut, bis zu diesem Punkt hin. Ja. Ne? Aber es ist halt nicht, wie man hat ja so viele romantische Bilder oder Vorstellungen, ich schreibe ein Buch und dann lebe ich davon. Und bin berühmt. Das haben wir. Es sind für uns wundervolle Dinge, die sich auf dem Weg mit ergeben haben und sie dienen so, so sehr und ich bin so dankbar dafür, aber es ist nicht das Tool, was die Fülle dann in dem Moment bringt alleine. Ne? Nein. Ja. Aber es kann der erste Step sein. Der erste Step kann es sein. Deswegen nicht entmutigen lassen, die ganzen Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Ja, auf keinen Fall. Ja, auf jeden Fall unbedingt, weil es öffnet so viele andere Felder. Und darauf baut sich dann das eigentliche Arbeitsfeld, sag ich jetzt mal, auf. Ne? Ja. So eins nach dem anderen. Genau, das Buch könnte quasi wie beim Hausbau die Bodenplatte sein. Genau. Ja, sagen wir es mal so. Das ist ein guter Vergleich. Und dann baut man weiter auf. Ne? Genau. Ja. Das ist ein guter Vergleich, genau. Übrigens, was mir gerade vorhin noch so im Kopf, in den Kopf kam, wegen Schöpferkraft auch, wer uns noch mehr in die Schöpferkraft bringen möchte, sind die Elben. Die Elben? Ja, das ist spannend. Das ist ein Feld, da habe ich gar noch nie so wirklich richtig reingefühlt. Erzähl uns doch. Und das ist total spannend. Ja. Also die, zum einen ist ganz wichtig, viele haben eine falsche Vorstellung von den Elben. Mhm. Ja, also natürlich spreche ich jetzt wieder von meiner Wahrheit. Elben sind keine Naturwesen, sondern das sind inkarnierte Seelen. Mhm. Ja, so wie
wir, die ihr, eine Seele, die inkarniert, nur halt eben nicht auf der Erde inkarniert ist aktuell, sondern halt auf einem anderen Planeten, in einer anderen Welt. Und wir haben ganz viele andere Welten, andere Dimensionen und auch andere Zeiten. Hm. Ja. Und die Elben, Wesen, also Seelen inkarniert in einem Körper, auch wie wir, aus einem Körper, grobstofflichen Körper, nicht so grob wie unser, in einer anderen Welt, die möchten gerne, dass wir jetzt einen Schritt weiter gehen, weil alles mit allem verbunden ist. Und wir denken immer nur hier auf der Erde. Es ist ja im ganzen Universum alles mit allem verbunden. Und wir sprechen von einem Aufstieg der Erde. Und das ist in meiner Wahrheit nicht ganz so korrekt, weil es ist ein Aufstieg des Universums. Ja? Und alles hängt zusammen, alles ist miteinander verbunden. Und die Elben wollen auch weitergehen in ihrer Entwicklung, obwohl sie schon viel weiter sind als wir. Ja. Mir sagen sie immer, die Menschen sind im Moment so ein bisschen wie das Zünglein an der Waage. Okay, ja. Das ist ja spannend, jetzt die Botschaft der Elben für die aktuelle oder kommende Zeit. Ne? Ja, und die wollen uns intensiv unterstützen, damit wir in dieses neue Bewusstsein gehen. Mhm. Und in das neue Bewusstsein gehen heißt, die Schöpferkraft herzunehmen. Ja. Und dann geht es in die Herzöffnung, in die wirkliche, absolute Herzöffnung. Mhm. Das heißt, unser Planet wird aus der Angstherrschaft herausgeführt in die Herrschaft der Liebe. Mhm. Und ja, wir haben da noch ein bisschen was zu tun. Und wenn wir uns jetzt das Geschehen dieser Welt gerade angucken, die Angst bäumt sich dermaßen auf und mir zeigt es nur, dass die Liebe am Anrollen ist. Ja. 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 Ja, das ist ein schönes Bild. Ja, absolut. Es muss so sein. Es muss so sein, ja. Es muss, natürlich, der Fokus wird sehr von den Medien auf die Angst, aber die sind nicht auf unserer Seite. Da müssen wir uns auch klar drüber sein. Mhm. Ja, die sind nicht auf unserer Seite. Wir brauchen die auch nicht. Wir haben unsere eigenen Netzwerke, um die Liebe über diese Welt fließen zu lassen, so nach und nach, Stückchen für Stückchen. So wie wir unseren eigenen Weg gehen, wird auch das Stück für Stück sich weiter mitentwickeln. Ne? Ja. Ja, und ich bin auch ganz sicher, dass jetzt die Generationen, die nachkommen, also Merlin, der ja auch sehr intensiv mit mir verbunden ist, der sagt, dass aktuell fast alle Priesterinnen von Avalon wieder inkarniert sind und auch fast alle Druiden von damals, die damals so mitgewirkt haben, die sind alle wieder inkarniert und die wenigen, die noch fehlen, die kommen jetzt nach, die kommen jetzt. Ja. Und dass die, sag ich jetzt mal, die Kinder, die so zwischen 7 und 15 sind, die gehen dann in die dann den politischen Weg einschlagen, die werden eine ganz neue Politik machen. Weil die werden richtig, weil wir uns so, liegt aber auch an uns, wir haben hier schon dieses Feld sehr gerüttelt. Ja. Ja. Die haben eine Mutter, eine Tante, eine Schwester, die dann auch ein Buch von der Melanie oder von der Shan oder von mir irgendwo rumliegen haben. Ja. Ja. Und das reicht, die müssen es gar nicht lesen. Die müssen nur mit diesen Produkten mal eine Zeit lang im Raum sein. Mhm. Und schon verändert sich eine Kleinigkeit. Ja. Ist das schön, so viele kleine Lichtpunkte ergeben das große ganze Feld. Das klappt mir ja manchmal selber gar nicht, wenn man so in seinem Arbeitsmoment ist, ne? Wenn man dann nach außen geht und sieht, wie sich dann alles wirklich verbindet. Und man sieht, glaube ich, selber nur so einen kleinen Teil. Aber jeder Moment, ja, jedes kleine Licht, jeder Funken von jedem da draußen ist so unendlich wichtig. Ja, und so gehen wir in die Energie zusammen, in die neue Zeit mit diesen wundervollen Begleiterinnen und Begleitern an unserer Seite. Und ich bin ja immer noch jetzt so gespannt auf Black, ja. Ich scharre ja schon mit den Hufen quasi. Ja, wir machen gleich, ich lasse gleich Black mal seine Energie durch die Körper fließen. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das einmal vor vielen Jahren schon so spüren dürfen und es hat mich so berührt. Von daher wünsche ich mir das gerade wieder. Ja, schön. Und euch allen auch. Aber ich darf euch auch ein
ein Wort mit auf den Weg geben von den Elben. Die Elben haben ja auch ihre eigene Sprache, die sind ja ganz woanders. Und die haben ein Wort für den göttlichen Willen. Okay. Ja, weil sie sagen, wir geben unser Wollen ab. Allein schon, weil ganz viele Menschen in einem heiligen Moment und in einem Gebet sagen, dein Wille geschehe. Mhm. Also abgeben. Mhm. Ja. Und die Elben sagen, das müssen wir zurückholen. Mhm. Ja. Mein Wille geschieht, ja. Mhm. So wie ich es will, so wird es geschehen. Und das ist Schöpferkraft. Das ist ein ganz, ganz toller Satz. Ja, und dieser Part aus diesem Gebet, der richtet ganz viel Schaden an, genauso wie die 10 Gebote. Ne? Wir alle wissen, dass das Wort nicht und nein und niemals... Führe mich nicht in Versuchung, genau, ganz wichtig. Nicht gehört wird. Ja, ja, ja. Und aus dem Aspekt, wenn man sich das mal anhört, da ist schon noch ein bisschen was im Argen. Ja. Also diese Verantwortung für mich, mein Leben, für meine Entscheidung, für meine Gedanken, für meine Worte wieder zurückholen. Das heißt, mein Wille geschieht. Ja. Das ist Schöpferkraft. Und die Elben haben für diesen übergeordneten Wollen, ja nicht das kleine Ego, sondern dieser göttliche Teil, wenn wir etwas Gutes wollen. Da gibt es ein Wort, das heißt Telema. Mhm. Telema, mit TH geschrieben. Ja, Telema. Und dieses Wort kann man auch dann benutzen für ein Ritual, für ein Gebet, ja, so zum Abschluss, als Abschlusswort. Wie schön. Ja, Telema, das heißt, mein hoher Wille geschieht. Wow. Ja, ich nehme meine Schöpferkraft an. Aufschreiben, ja, Telema. Genau. Mein hoher Wille geschieht. Genau. Toll. Das ist dieses eine Wort und das ist sehr kraftvoll. Ja. Und führt, wenn man das regelmäßig benutzt, führt es einem schon dahin. Mhm. Ja, das ist wie ein Schlüssel. Die haben ganz viele so verborgene Geschichten und die arbeiten ganz viel auch mit alten Liedern. Hast du es schon aufgeschrieben auch? Das Wort? Nein, über die Elben, das ganz wundervolle Wissen. Nee, es gibt nur das Elbenkartenset. Da ist ein bisschen Wissen drin. Ja, da ist ein recht umfangreiches Booklet dabei. Aber das ist ja schon ein erster Einstieg, wenn man sich jetzt gerade berührt davon fühlt. Mhm. Ne? Ja. Ja, da wird das Wort auch erwähnt. Mhm. Da gibt es auch noch bei den Elben bin ich ja auch immer mal wieder bei der Ausbildung. Die haben mir verschiedene Pentagramme an die Hand gegeben. Und eins davon ist auch im Elbenkartenset. Das ist das Pentagramm der Vollendung. Das ist ganz einfach. Es ist ein Pentagramm, wo ein Kreis drumherum ist, wo alle Spitzen verbindet. Und in der Mitte, in diesem freien Raum, ist eine 9. Ah ja. Das ist ganz easy. Mhm. Aber sehr mächtig auch. Der Vollendung, wenn man etwas zur Vollendung bringen möchte. Sehr gut. Wie zum Beispiel so ein Vision Board von der Vision. Ja. Da sollte das mit drauf sein. Ja. Irgendwo klein in der Ecke. Ja. Sehr gut. Dass das dahin kommt, was hin soll. Mhm. Ja. Ja, und dann Black. Black ist ein schwarzer Drache. Er ist sehr groß. Seine rechte Tatze ist aus Gold. Die musste er mal beim Gefecht lassen. Finde aber total cool. Und er hat sehr, sehr schöne bernsteinfarbene Katzenaugen. Und Blacks Energie ist sehr, sehr liebevoll vom Fühlen her. Nur aussehen tut er so nicht. Er sieht sehr grimmig aus, weil er hat schon auch eine sehr hohe kriegerische Schwingung. Mhm. Ja. Und die braucht er auch. Weil die schwarzen Drachen sind die Drachen, die sich Schattenjäger nennen, die natürlich sich sehr gut eignen zum Reinigen. Für Räume, für Körper, für alles, für Gedanken. Und Black wird sich jetzt für euch ganz kurz zur Verfügung stellen, dass er mal eine Reinigung durch den Körper macht, für alle, die jetzt zustimmen. So präsent auch schon, ja. Also wer da jetzt einfach für sich ein Nein ausspricht oder ein Nein denkt, der wird nicht berührt. Für alle anderen, die jetzt ein Ja denken oder was aussprechen, wird er jetzt gleich, ich sag's dann nochmal an, aber was passiert ist, es ist wie ein Filter, der von oben kommt und einmal durchläuft und wirklich alle Blockaden aus der Meridianen, Nervensystem, aus den Blutbahnen, auch da haben wir kleine Blockaden, einmal so rauszieht. Ja? Und er nimmt das auch weg. Er nimmt das dann ganz weg. Wir haben dann unsere Plätze, wo wir dann solche Dinge in die Transformation sehr geben. Gut. Ja. Ich würde sagen, Black, wir sind bereit. Seid ihr bereit? Okay. Ja. Dann...
Okay, wir brauchen noch einen Moment. So, jetzt geht's los. Black legt jetzt diesen Filter, der auch sich schwarz anfühlt, in deinen Seelenstern. Das ist das achte Chakra über deinem Kopf. Den wird er unbetastet lassen, diesen Seelenstern, weil da gibt es nie etwas rauszureinigen. Ganz im Gegenteil, da ist ganz viel Wichtiges drin. Und er geht jetzt auf den Kopf, also auf die Schädeldecke. Fängt sofort an zu kribbeln. Mhm. Okay, das jetzt läuft der Filter läuft jetzt runter. Stirnchakra, durch den Kopf, Zähne, Zunge. Das wird vielleicht der ein oder andere merken, dass es da an den Zähnen zieht. Durch den Hals. Im Hals lässt das so einen Moment ein bisschen drehen, weil dort sitzen viele Glaubenssätze. Die nimmt er mit runter Schultern. Der Filter geht durch den Oberkörper, durch das Herz. Ja, ich merke gerade, er hängt ein bisschen bei der Leber, bei dem einen oder anderen. Schaut bitte nach euren Leberthemen. Hängt noch ein bisschen auf Leberhöhe. Er gibt mir auch noch mal den Impuls, dass grundsätzlich jetzt auch die Zeit dieses Jahr der Transformation wichtig ist, nach den Leberthemen zu gucken. Okay, jetzt sinkt es durch, tiefer. Es geht jetzt runter zur Hüfte, da geht es recht geschmeidig runter. Wurzelchakra. Auch nochmal eine kleine Schleife, Wurzelchakra. Okay, er zieht sich jetzt runter, der Filter. Und ihr müsstet jetzt spüren, dass alles, was über dem Filter ist, sich viel leichter und strahlender anfühlt. Also vor allem auch die Chakren. Die Oberschenkel durch die Knie hindurch, hier geht es recht schnell. Unterschenkel, Knöchel. Und die Füße, und er zieht jetzt unten alles raus aus den Fußsohlen, nochmal so den Rest. Und es ist so, als würde sich so ein Klumpen unter euren Füßen bilden. Und dieser Klumpen nimmt er jetzt komplett weg. Weg. Okay, ich muss jetzt ganz kurz mit Black das alles wegbringen. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Weil erst dann ist es komplett abgelöst. Jetzt haben wir alles entsorgt. Oh. Ja, das geht dann immer ganz schnell. Dankeschön. Ja. Im Namen aller. Ja, danke an Black und dich für euer wundervolles Wirken. Ja, das ist ja eine ganz, ganz tolle Energie, wenn das so, ich habe das auch hier ganz intensiv im Zungen- und Halsbereich gemerkt, ja, spannend. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Info für viele, dass diese ganzen Blockaden, die wir uns selbst erschaffen, diese Glaubenssätze, die meisten sind hier im Ausdruck. Ja. Also hier immer wieder auch hier reinigen. Mhm. Also und das ganz wichtig. Und warum hat er so auf die Leber aufmerksam gemacht? Die Leber ist ja das Organ, das Transformieren. Ja. Die hat jetzt viel zu tun, weil wir halt in dieser Schwingung sind. Mhm. Ja, und die ist dann halt auch schon belastet. Ja, also hier geht es nicht nur darum, dass wir jetzt einen Wein zu viel getrunken haben vielleicht oder zu viel ungesunde Sachen essen. Das ist natürlich auch ein Grund. Aber hier und auch die Nieren, das ist schon so der Bereich, der auch energetisch gerade viel zu arbeiten hat. Okay. Durch die Schwingung des Jahres einfach. Klar. Und hier immer wieder auch mal ein bisschen was Leichtes reingeben. Mhm. Also gelb mal visualisieren, dass man da gelb reinfließen lässt. Ein bisschen Lebensfreude, ein bisschen Licht. Ja. Und die Leber mal ein bisschen lieb haben. Ja. Ja, überhaupt die Organe immer wieder mal lieb haben. Ja, ich schön. Richtig, so das ist auch eine schöne Erinnerung. Ja. So lieb. Gibt es von dir und von Black noch irgendwie zum Abschluss eine kleine Botschaft oder habt ihr irgendwas Wichtiges aus eurem Sein heraus noch allen
mitzuteilen. Mhm. Ja. Also Black möchte nochmal das Wort an euch richten und möchte ganz gerne, also das, wenn ich mit Black ist das immer so, ich wiederhole, was er sagt, also es ist jetzt nicht so ein 1:1 Channeling, wie die meisten das so machen, deswegen stocke ich manchmal ein bisschen, muss man erstmal wieder ein bisschen hören. Okay, also. Black möchte euch darauf hinweisen, dass für euch vieles jetzt gesagt wurde, was wichtig war, aber was auch nicht zu vergessen ist, was ganz, ganz wichtig ist, ist die Dankbarkeit. Über die Dankbarkeit wurde jetzt nicht gesprochen, deswegen will er das Thema jetzt für euch nochmal rausholen. Sei dankbar für das, was du hast. Ja. Auch da ist es eine Entscheidung, das ist auch Schöpferkraft leben. Und ja, und schau einfach da überhaupt nicht hin, was du nicht hast. Viele haben ständig den Fokus da, was sie nicht haben, was sie gerne hätten, und sind dadurch ständig im Mangel. Ja, sind ständig im Mangel. Und jeder hat etwas, ja. Und wenn es auch nur Kleinigkeiten sind, oder auch wenn es nur ein gesunder Körper ist, wenn du kein Geld hast, hast du aber ein gesunder Körper, dann geh in die Dankbarkeit mit deinem Körper. Ja. Oder wenn du tolle Eltern hast oder super Kinder oder was auch immer, halte den Fokus auf das, was du hast, sei dafür dankbar und versuch das andere nicht mehr in den Fokus zu rücken, somit du quasi auf diese andere Seite des Weges kommst, ja, von der Seite des Mangels des Weges auf diese Seite der Fülle, weil wenn du dankbar bist, bist du in der Fülle, immer. Ja, und er möchte gerne euch noch eine Übung mit an die Hand geben. Eine schöne kleine Übung, die man immer wieder mal machen kann, ist sich so mal kurz hinzusetzen und zu überlegen, für was bin ich jetzt dankbar? Jetzt aktuell. Und da fallen einem vielleicht 2, 3 Sachen ein. Und dann kurz innehalten und auch so ein bisschen atmen und dann wie auf so einer Zeitlinie gehen auf den 31.12.2020. Für was wirst du dann da dankbar sein? Ja, und so kommst du auf den Weg deiner Vision, die wird klarer. Ja, alles, was dich so verzettelt, fällt weg, das ist nämlich dann nicht mehr da, alles, was unwichtig ist. Und dann nicht aufhören mit der Übung, sondern weitermachen, dann auf der Linie weitergehen bis zum 1.6.2021, innehalten, überlegen, für was werde ich denn nächsten Sommer dankbar sein, im nächsten Jahr. Und dann nochmal hingucken. Und dann kann man das nochmal ein Jahr weitermachen. Ich mache das manchmal auch so, dass ich dann sogar in 2, 3 Jahre weitergehe. Mhm. Man kann jetzt sich schon hinsetzen und überlegen, für was werde ich dankbar sein am 1.1.2024. Das ist doch eine ganz, ganz wundervolle Schöpferkraftübung zur Visualisation, ja? Genau. Für die kommende Zeit. Ja, und so erschaffen wir die Zukunft. Ja, das machen wir so. Und das ausdehnen und immer und dann da auch ein Bild erschaffen mit der Welt, ja? Nicht nur so für mich, sondern größer. Zum großen Ganzen. Und dann einfach sehen, am 1. Januar 2024, die Menschen sind entspannt, es gibt keine Kriege mehr. Ja, und so, dieses Bild einfach erschaffen. Ja. Das manifestieren wir jetzt alle hier gemeinsam. Mhm. Das ist eine wundervolle Übung und ich danke dir und Black von Herzen für euer wundervolles Wirken und Sein, für unsere Verbundenheit. Ja, und wünsche euch von Herzen alles, alles Gute, so wie euch auch. Danke für das wundervolle Interview und Gespräch und sage bis zum nächsten Mal bei Erwecke deine Schöpferkraft. Alles Liebe, deine Melanie und Arana. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Alles Liebe.